Ich glaube, wenn man sich so einen Riesenkongress wie den Degrowth-Kongress, der jetzt gleich in Leipzig in ein paar Wochen stattfinden wird, anschaut, ist mir schwer zu sagen, was da eine Zielvorstellung ist, weil natürlich von diesen tausenden Leuten, die da ankommen, alle mit ihren eigenen Zielvorstellungen kommen. Ich selbst bin auch nicht in der Orga-Gruppe, das heißt, ich habe jetzt nicht in irgendeiner Form die Fähigkeit, auf die Zielformulierung des Kongresses Einfluss zu nehmen. Ich würde aus meiner Perspektive, als jemand, der seit mehreren Jahren in, sagen wir mal, sozial-ökologischen Bewegungen aktiv ist, in der Klimagerechtigkeitsbewegung, in Energiekämpfe involviert war, sagen, dass für mich ein wichtiges Desiderat, ein wichtiges Ziel dieser Konferenz sein müsste, die Degrowth- oder die Postwachstumsagenda endlich mal praktisch zu machen. Denn es ist ja nicht das erste Mal, dass Wachstumskritik in der Debatte steht. Da gab es ja schon zwei Runden, einmal in den 70er Jahren, einmal in den 90er Jahren, mit einer gewissen Regelmäßigkeit alle 20 Jahre, wenn man wieder irgendwo irgendwas scheppert. Klimawandel hatten wir jetzt zurzeit und vor 20 Jahren gab es nochmal gab es auch schon mal eine erste Klimawandeldebatte, davor natürlich den ganzen sauren Regen und die verschiedenen ökologischen Fragen. Immer wieder taucht die wachstumskritische Debatte auf und auf eine gewisse Art und Weise verharrt sie immer auf dem Debattenniveau. Das heißt, es gibt eigentlich nicht so richtig eine Entwicklung dieser Debatte in eine reale Bewegung hinein, die die Missstände, die sie völlig richtigerweise ankreidet, mal ganz kurz zusammengefasst, es kann auf einem endlichen Planeten kein unendliches Wachstum geben. Diese Position, die sich bisher noch nicht in eine reale Bewegung übersetzen, die Missstände, die sie ankreidet, wirklich auch beheben kann. Und ich habe das Gefühl, dass was in Leipzig passieren wird, ist, dass versucht wird, zwei Dinge zusammenzuführen. Das eine ist eine wissenschaftliche Debatte, die seit mehreren Jahren jetzt eben wieder auch an Fahrt aufgenommen hat, mit Autorinnen und Autoren in Spanien, in Frankreich, in den USA oder in Kanada und England. Also diese wissenschaftliche Debatte, die sich auch in diesem Netzwerk Research on Degrowth gesammelt hat, mit dann tatsächlich praktischen alternativen Bewegungen, die es ja in Deutschland schon seit langer Zeit in relativ großer Zahl gibt, zusammenzubringen. Ich glaube, das Zusammenbringen der verschiedenen Elemente einer wachstumskritischen Praxis und Debatte in etwas, was man vielleicht wirklich eine wachstumskritische Bewegung nennen könnte, denn die gibt es ja momentan noch nicht. Es gibt keine Bewegung, die sich selbst wachstumskritisch nennt. Es ist völlig unklar, aus was für Praxen und Bewegungsformen, Aktionsformen, Handlungsmöglichkeiten so eine Bewegung bestehen würde. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen das Ziel. Denn es gab ja auch in Deutschland vor ein paar Jahren den Kongress Jenseits des Wachstums, der von ATTAC, der Rosa-Luxemburg-Stiftung und anderen Veranstaltungen unterstützt wurde, der schon sehr groß war und sehr interessant war. Da gab es sehr interessante Diskussionen. Und mein Gefühl ist, dass Leipzig einen Schritt darüber hinaus machen könnte oder zumindest sollte. Also ich werde in verschiedenen Veranstaltungen sitzen, auf Podien moderieren und ich glaube, eine Frage, die ich immer irgendwann stellen werde, ist, wie kann die Degrowth-Agenda praktisch werden? Denn daran krankt es meiner Meinung nach. Was ja auch sehr interessant ist an der wachstumskritischen Debatte, ist, dass sie nicht nur, also oder vielmehr mitnichten eine rein linke Debatte ist. Also man sieht wachstumskritische Artikel auch im Feuilleton der FAZ, nicht mal nur im Feuilleton, was ja berühmterweise auch links abweichenden Positionen vertreten darf. Man sieht die eigentlich in ganz vielen verschiedenen gesellschaftlichen Grundströmungen, sieht man in einer Auseinandersetzung mit den Problemen, die aus diesem ewigen Wachstumszwang, der unserer Produktionsweise inhärent ist, entstehen. Und dann wird von verschiedenen Perspektiven aus, manche sind ökologisch, und ich sage, also wir überschreiten die ökologischen Grenzen des Planeten, manche sind quasi moralisch, fast schon kulturkonservativ, die sagen, ja, unsere schönen bürgerlichen Freiheitswerte werden durch diesen überall herumsuckenden Konsumismus untergraben und zerstört und man hat so einen leeren Materialismus in den Köpfen und Herzen der Menschen. Wieder andere sagen, das Problem sind die Staatshaushalte, deren Wachstum wir nicht mehr unter Kontrolle haben. Da bekommt man auch solche wachstumskritischen Positionen, in Anführungsstrichen, wie eine Schuldenbremse oder Rente ab 67. Das heißt, es gibt wachstumskritische Debatten überall,
aber die kommen nicht wirklich politisch zusammen. Die sind noch nicht politisch effektiv, was man ja auch daran sehen kann, dass die Bundestagsenquete, die, glaube ich, Wohlstand, Wachstum, Lebensqualität ist, also diese große, sozusagen, vom Bundestag einberufene Runde von Parlamentarierinnen und Expertinnen, entweder politisch eigentlich ziemlich gefloppt ist. Die hatte kaum reale Effekte. Ich habe auf jeden Fall einen Vorschlag, zum Beispiel planen mehrere Gruppen, wie zum Beispiel Ausgekohlt und andere, im Westen der BRD nächstes Jahr ein großes Klimacamp. Da soll es im Sommer eine größere ungehorsame Aktion vermutlich gegen den großen Braunkohletagebau Garzweiler geben. Aber da müssen wir nochmal ein bisschen überlegen, was da möglich ist. Und ich würde sagen, dass eine ganz zentrale Komponente einer wachstumskritischen Agenda sein muss, fossile Ressourcen im Boden lassen. Leave it in the ground in der internationalen Diskussion. Und für mich wäre ein praktisch Werden der Wachstumskritik dann gegeben, wenn die 2.500 Leute, die vermutlich auf dem Kongress in Leipzig sein werden, nächstes Jahr auch versuchen, denn das größte Loch Europas, diesen riesigen Tagebau in Garzweiler, irgendwie dicht zu machen oder nachhaltig zu stören. Denn das muss man sich mal überlegen. Bei dem Kongress in Leipzig werden vermutlich 2.500 Leute am Start sein. Bei der ersten großen Aktion des Klimacamps, bei dem ersten großen Klimacamp in Deutschland 2008, Klima- und antirassistischen Camp, waren wir bei der Hauptaktion 700 Leute. Seitdem sind bei den Klimacamps, die ich mir nicht in kleinreden will, die wirklich sehr viel wichtige Arbeit machen, die sehr viel lokale Vernetzung machen, sehr viel Aufmerksamkeit erregt haben und auch schon wahnsinnig gute Aktionen gemacht haben, aber rein numerisch gesprochen, waren die Aktionen dann doch meistens relativ klein. Also über 300-400 Leute sind die nicht hinausgekommen. Und wenn auch nur die Hälfte der Leute, die bei dem wachstumskritischen Kongress darüber redet, wie man mal die Wachstumsspirale brechen kann oder den Wachstumszwang unterbrechen kann, dann auch irgendwann mal da sitzt und sagt, hier verhindern wir ganz konkret, wie ein fossiler Brennstoff, eine endliche Ressource aus dem Boden geholt wird und auf äußerst umwelt- und menschenschädliche Art und Weise genutzt wird, das würde ich sagen, wäre mal ein ganz konkretes Praktischwerden der wachstumskritischen Bewegung. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Ansätze, die sagen, wir müssen da jetzt im individuellen Leben was machen, die sind zwar nachvollziehbar, also Licht häufiger ausschalten, vielleicht beim Flugticket kaufen, auf diese Offset-Knöpfe drücken und so, Glühbirnen austauschen. Ich glaube, die sind sehr wichtig, aber die greifen oft zu kurz. Da arbeiten wir als Rosa-Luxemburg-Stiftung gerade auch an einem kleinen Heftchen, das ein bisschen diese Frage der individuellen Verantwortung versus kollektive Handlungsmöglichkeiten auslotet. Und das ist ja sehr schwierig. Ich glaube, es wäre wirklich interessant und erst dann, finde ich, kann man auch von einer wirklichen Bewegung sprechen, wenn diese Handlungsoptionen, die wir auf der individuellen Ebene finden, kollektiviert werden. Wenn wir sagen können, wir können das massenhaft machen, wir können das politisch machen, wir können das eventuell sogar mit politischen Rahmensetzungen unterfüttern. Deswegen ein Einstieg, schaut euch mal an, was die Klimacamps in Ostdeutschland, in der Lausitz, in Sachsen-Anhalt und im Westen in Garzweiler machen. Da werden interessante Aktionen stattfinden. Und wenn von der Konferenz ein Call ausgehen würde, alle nächstes Jahr im Juli oder August Garzweiler blockieren, das wäre für mich schon mal ein guter Anfang. Ich glaube, dass Wachstumskritik, wenn sie zu Ende gedacht wird, Kapitalismuskritik sein müsste, weil in der öffentlichen Diskussion über Wachstum wird über ganz viele verschiedene Elemente davon gesprochen. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass es Leute gibt, die zum Beispiel auf das Wachstum des Staatshaushaltes fokussieren und sagen, hier ist eine der sagen Schrauben, die diesen oder eine der Mechanismen, die diese Wachstumsspirale immer weiter dreht. Es gibt andere, wie zum Beispiel Harald Welzer, der immer wieder sehr interessante Arbeit macht, der den Begriff mentale Infrastrukturen geprägt hat und gesagt hat und argumentiert, dass ein Grund für dieses ständige Wachsen, warum wir immer weiter wachsen müssen, unsere Wirtschaften, unsere Staatshaushalte und unser Konsum, damit zu tun hat, dass wir das Wachstum schon in unsere eben mentalen Infrastrukturen eingebaut haben. Dass wir davon ausgehen, im nächsten Jahr mehr zu haben als im letzten Jahr und uns deswegen im nächsten Jahr dementsprechend verhalten und frustriert werden, wenn wir uns nicht so verhalten können.
Wieder andere schauen sich dann, das ist mal, was ich die Indexdebatte nenne. Viele Leute reden ja in der wachstumskritischen Debatte darüber, dass man endlich mal aufhören sollte, wirtschaftlichen Erfolg oder gesellschaftlichen Erfolg entlang des Bruttoinlandsprodukts zu messen. Dass man sagt, hier, wir sind dieses Jahr, unsere Wirtschaft ist 3% gewachsen, das ist eine super Sache. Auch wenn zum Beispiel diese 3% Wachstum auf Kosten der Umwelt, Gesundheit gehen, wenn nach 3% Wachstum die Luft total schrecklich ist, dann können wir auch das noch zu neuen Profiten führen, weil man dann Filter einbauen kann. Und auch das bringt ja sozusagen wieder Wachstum des BIP. Das sind also verschiedene Elemente der wachstumskritischen Debatte und die haben auch alle ihren Sinn und Richtigkeit. Also Richtigkeit, ich stimme jetzt nicht jedem Punkt darin zu, aber ich finde es interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Zum Beispiel mit der Frage, es ist tatsächlich so, dass im Steuer- und im Sozialsystem, also vor allem im Sozialsystem, so, dass das kaum funktionieren würde, wenn man nicht regelmäßiges Wirtschaftswachstum hätte. Die Grundidee ist ja, so den meisten sozialdemokratischen Sozialsystemen, die Wirtschaft wächst, dann lässt sich mehr umverteilen und dann behebt man so ganz drastische Armutsprobleme zum Beispiel. Weil wir können eigentlich zeigen, dass alle ökologisch zerstörerischen Effekte, das Erreichen sogenannter planetarischer Grenzen oder sich in diese Richtung bewegen, mit der Entstehung einer kapitalistischen Weltwirtschaft anfangen. Das ist diese berühmte Hockeystick-Grafik, die das eigentlich relativ anschaulich zeigt. Und wir können es also historisch zeigen, dass sozusagen diese eskalierenden ökologischen Zerstörungseffekte hängen mit dem Kapitalismus zusammen, nicht mit dem Sozialstaat oder mit unserer Indexmessung. Wir können es auch theoretisch zeigen. Wir können eigentlich sagen, Moment, die Wachstumsdynamik in unserer Gesellschaft, die kommt nicht ursprünglich aus dem Sozialstaat oder aus der BIP-Messung oder aus unserem krassen Materialismus, sondern die kommt aus dem mikroökonomischen Zwang, in dem jedes einzelne Unternehmen steckt, dass heute das Geld, was ich habe, in die Produktion von Waren investiert werden muss, die ich gewinnbringend verkaufen muss, damit ich morgen mehr reinvestieren kann. Wenn ich diesen Zyklus nicht aufrechterhalte als Unternehmerin, als Unternehmer, dann gehe ich pleite. Da liegt der Ursprung des Wachstumszwangs. Das heißt, wir können jetzt auch sagen, wir gucken auf den Staatshaushalt, aber da gucken wir halt eigentlich, also das Wachstum des Staatshaushalts, aber da gucken wir eigentlich am Kern der Sache vorbei. Und daraus würde dann folgen, wenn mein Argument stimmt, dass man so auch dann zu falschen Lösungen kommt. Es gibt Kolleginnen und Kollegen in der wachstumskritischen Debatte, die ich sehr respektiere, die schon lange gute Arbeit machen, aber die sich zum Teil, weil sie eben auf diese Staatshaushaltsfrage gucken, in ihren politischen Vorschlägen, die sie daraus ableiten, fast mit den Neoliberalen in ein Boot setzen. Ich habe vorhin schon Schuldenbremse und Rente ab 67 gesagt. Ich habe ein sehr schönes Buch neulich gelesen, das heißt Postwachstumsgesellschaft. Und da schreiben wirklich Leute offensichtlich ihr Herz am rechten, wir sagen linken Fleck, also gute progressive Kolleginnen und Kollegen, die sagen doch am Ende doch tatsächlich, wir brauchen eine Rente ab 67 und eine Schuldenbremse. Das sind genau dieselben Vorschläge, die die Neoliberalen machen. Die gehen aber am Kern des Problems vorbei. Die Wachstumsdynamik ist nicht im Wachstum des Staatshaushalts begründet, sondern sie ist in den mikroökonomischen Zwängen, denen sich jeder Unternehmer, jede Unternehmerin in einer kapitalistischen Wirtschaft ausgesetzt sieht, begründet. Und wenn wir sozusagen die falsche Ursache analysieren, dann können wir auch nur zu falschen Lösungen kommen. Das Interessante für eine politische, kapitalismuskritische, antikapitalistische Linke in der wachstumskritischen Debatte darin liegt, dass eine ehrliche Betrachtung der Probleme, die durch sozusagen das ewige Wirtschaftswachstum ausgelöst werden, nicht notwendigerweise, aber sehr leicht dazu führen kann, dass man Leute auch für Kapitalismuskritik interessieren kann. Gerade in der ökologischen Frage, weil es empirisch so verdammt offensichtlich ist, dass die Probleme mit dem industriellen Kapitalismus in England anfangen und dann mit der Globalisierung der fordistischen Massenproduktion zwischen 1930 und 1950 eskalieren. Da ist für uns als Linke sehr viel zu holen. Vor allem finde ich in so einem auch kritisch-bürgerlichen Spektrum, ökologisch interessierten Spektrum. Das heißt, für mich sind da auf jeden Fall sehr, sehr interessante Bündnisoptionen mit Akteuren und Akteuren, die vor allem, sagen wir mal, in Deutschland lange nicht mit linken Kräften zusammengearbeitet haben, seit es sozusagen die Spaltung zwischen den Grünen und der damaligen radikalen Linken gab.
und den Bewegungen, den sozialen Bewegungen in den 80er Jahren. Das heißt, ich finde da wirklich, da sind interessante Bewegungsoptionen, und wenn wir diese Debatte nicht führen, ist es wiederum sehr leicht möglich, dass die Wachstumskritik eine sehr konservative Schlagseite bekommt. Dass wir dann im Endeffekt zu so einem, hey, wir müssen alle den Gürtel enger schnallen kommen. Wir wissen natürlich alle, wer dann den Gürtel wirklich enger schnallt. Das heißt, einerseits ist da ein, ne, was sehr Positives, da gibt es neue Bündnismöglichkeiten, und andererseits müssen wir uns auch gegen was Negatives da wehren, nämlich die Artikulation dieser sehr weit verbreiteten wachstumskritischen Diskussion in eine rechte, quasi neoliberale Richtung hin. Eine Frage, die mich seit ganz langem umtreibt, und es mag sein, dass das daran liegt, dass ich aus der radikalen Linken komme und wir zwar immer sehr hohe Ansprüche an unsere sozusagen sehr hohe politische Ziele formulieren, Kapitalismus abschaffen und so weiter und so fort, Klimawandel aufhalten, aber dass wir meistens nicht genügend Leute sind, um diese hehren großen Ziele durchzusetzen und oft uns auch so ein bisschen gesellschaftlich isolieren. Mit unseren radikalen Forderungen, weil wir nicht wirklich darauf eingehen, was die Interessenlage der meisten Leute sind. Und wie zum Beispiel wird in der radikalen Linken immer gerne, werden immer sehr gerne Gewerkschaften kritisiert, weil die so mäßige politische Positionen einnehmen, ohne sich die Frage zu stellen, Moment, was sind denn die Handlungszwänge, in denen die Gewerkschaftsmitglieder stecken, als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, in denen die Gewerkschaftsfunktionäre stecken und so weiter und so fort. Das heißt, eine Frage, die ich mir seitdem oft stelle, ist, wer kämpft eigentlich für oder gegen etwas und wieso? Und in dem Fall muss man natürlich sagen, das ist zum Beispiel aus einer gewerkschaftlichen Perspektive, und da gibt es gegenüber der wachstumskritischen Debatte durchaus Offenheit, was man auch daran sieht, dass zum Beispiel der Kollege Norbert Reuter hier auf der wachstumskritischen Konferenz sein wird von Verdi und noch ein paar andere Kollegen aus den Gewerkschaften. Aber da gibt es eine große Skepsis, weil die sagen nachvollziehbarerweise, Moment mal, unter den gegebenen Bedingungen würde eine Forderung, okay, die Wirtschaft muss schrumpfen, sagen wir mal in Deutschland, müsste mal der Autosektor schrumpfen, weil der ist natürlich einer der größten Verschmutzer des Landes und Ressourcenfresser. Wenn wir jetzt einfach sagen, der Autosektor muss schrumpfen, für die meisten Kolleginnen und Kollegen dort bedeutet das natürlich die Arbeitslosigkeit. Und nicht nur die Arbeitslosigkeit, sondern auch sozusagen die, was da an kultureller Zerstörung von Lebensgrundlagen einhergeht, oder anders gesagt, die Braunkohlekumpel in der Lausitz. Also ich bin ja ich bin in der Antikohlebewegung. Es gibt ja noch gar keine Antikohlebewegung, die basteln ja gerade erst noch. Aber da sagen wir auch, natürlich muss der Braunkohletagebau aufhören und die Braunkohleverfeuerung muss aufhören. Aber wie sieht es denn mit der Interessenlage der Braunkohlekumpel aus? Über die können wir uns nicht einfach hinwegsetzen. Wenn wir uns über die hinwegsetzen, dann führt es irgendwann dazu, dass radikal ökologische Bewegungen auf der Straße gegen Gewerkschaftskumpel kämpfen. So, das ist gewerkschaftlich organisierte Kohlekumpel. Das ist natürlich eine ganz schreckliche Vorstellung für einen ökologisch aufgestellten Linken. Also ist die Frage, wer hat Angst vom Postwachstum, so gestellt, wenn wir sagen, okay, was sind denn, wie kann man denn Leuten das Gefühl von Angstfreiheit im Wandel vermitteln? Vielleicht nicht totale Angstfreiheit, weil jeder Wandel irgendwie ein bisschen scary ist. Aber wenn die Leute, wenn die Mehrheit der Leute sagt, oh, diese wachstumskritische Agenda, da wird mein Leben schrecklich, das wird alles so ein Öko-Autoritarismus, dann kann ich nichts mehr machen, dann kommt kein Strom mehr aus der Steckdose, dann haben wir zwar immer recht mit unseren wachstumskritischen Analysen, aber verdammen uns natürlich mittel- und langfristig zur politischen und gesellschaftlichen Irrelevanz. Naja, der zentrale Unterschied wäre natürlich, dass in einer kapitalistischen Wirtschaft Nichtwachstum, also eine ökonomische Krise, immer einen ungeplanten Charakter hat. Das heißt, es ist ein chaotischer Prozess, in dem die Schwächsten üblicherweise am meisten verlieren. Wovon, glaube ich, die Degrowth-Bewegung redet, ist natürlich eine Art gesellschaftlich geplantes Postwachstum, eine
politische und gesellschaftliche Agenda jenseits des Wachstums, auf die man sich gemeinsam einigt und in der die Bedürfnisse vor allem der Schwächsten auch am stärksten wahrgenommen werden. Mir fällt jetzt gerade da kein gutes Beispiel ein, aber es ist ein Unterschied darin, ob ich sage, ich habe jetzt 10 Kilo Gewicht verloren, weil ich einfach überhaupt kein Essen im Hause habe und einfach hungere, oder ob ich sage, ich nehme jetzt 10 Kilo ab, weil ich eine Diät gemacht habe, auf die ich mich selbst mit mir selbst geeinigt habe. Also sagen, da ist ein Unterschied. Natürlich kann man sagen, guck mal hier, Griechenland, da sehen wir doch Postwachstum oder eben in Teilen Ostdeutschlands. Aber das ist ein fundamental anderer Prozess der wirtschaftlichen Schrumpfung als der, von der die wachstumskritische Bewegung redet. Da geht es nämlich darum zu sagen, kollektiv, als Gesellschaften und natürlich auch als sagen, ungleiche Gesellschaften, sich zusammenzusetzen und zu sagen, wie können wir aus dieser Schleife rauskommen und wie werden in diesem Prozess die Bedürfnisse und Interessen der Schwächsten, die also rein von ihrer Kaufkraft und so weiter am wenigsten dazu beigetragen haben, diese Probleme zu verursachen, wie werden die Interessen der Schwächsten dort am stärksten berücksichtigt?